Wenn ihr unserem Kanal folgt, seid ihr dank des Videos zum Einstellen der Lüfterkurven eigentlich schon sehr gut für den Einsatz einer Wasserkühlung vorbereitet. Doch die Lüfterkurven sind für die Silent Loop 2 nur die halbe Miete. Diese Wasserkühlung hat mit der regulierbaren Pumpe und den LEDs, was Lautstärke, Performance und Licht angeht, noch mehr zu bieten, um aus einer Silent Loop 2 eure Silent Loop 2 zu machen. Wenn ihr vollständig durch ein System-Setup geführt werden wollt, checkt bitte zuerst das genannte Video. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder oben rechts im Bild. Mit Hilfe des Videos könnt ihr die Lüfterkurven optimal einstellen, um dann an dieser Stelle anzuknüpfen. Denn wenn ihr bei der Silent Loop 2 die Kühlleistung nur über die Lüfter steuert und diese für den Idle-Betrieb stark drosselt, kann es sein, dass die Geräusche der Pumpe lauter sind als die der Lüfter und hier eine unnötig hohe Leistung abgerufen wird. Genau hier setzt nun der erste Teil des Videos an. Die Pumpengeschwindigkeit ist einer der Performance-Faktoren im CPU-Block. Auch hier gilt, höhere Geschwindigkeit gleich mehr Leistung, aber auch mehr Lautstärke. Die Pumpe der Silent Loop 2 wird standardmäßig mit 12 Volt betrieben, kann aber bis auf 9 Volt runtergedrosselt werden, um eine niedrigere Lautstärke zu erreichen. Dafür benötigt ihr entweder ein Mainboard, dessen Pumpenanschluss in der Spannung steuerbar ist und nicht unabänderbar 12 Volt liefert, oder einen zweiten, optionalen CPU-Fernanschluss, bei dem sich die Spannung und nicht nur das PWM-Signal einstellen lässt. Im UEFI bzw. der Lüfter-Software wird für den entsprechenden Port die Geschwindigkeit eingestellt. Ganz so, wie es bei den Lüftern getan wurde. Wenn ihr, so wie wir, einen Anschluss mit PWM und Spannungsfunktion nutzt, ist es wichtig, die Steuerungsart DC zu wählen. Da wir die Pumpe und die Lüfter in Einklang bringen möchten, muss die Pumpe ebenfalls über die Temperatur der CPU geregelt werden. In unserem Fall müssen wir die Einstellung im UEFI tätigen, um die Pumpe regulieren zu können. Die Kurve für die Pumpengeschwindigkeit legen wir im Anschluss in der Windows-Software an. Da in unserem Fall die Angaben in Prozent angezeigt werden, bewegen wir uns zwischen 75 und 100%, was 9 bis 12 Volt entspricht. Damit ist der Minimalwert mit 9 Volt schon definiert, denn als Startpunkt kann die Temperatur genutzt werden, die auch bei den Lüfterkurven den niedrigsten Wert markiert. Hier bei uns 50 Grad. Der Maximalwert wird ebenfalls von den Lüftern übernommen. Hier werden 80 Grad für die CPU als Grenze eingestellt, ab der die volle Leistung abgerufen werden soll. Der zuvor durch Benchmarks definierte Punkt bei extremer Auslastung, also der zweite Punkt in den Kurven, wurde im vorherigen Video bei einer maximalen Pumpengeschwindigkeit gefunden und sollte nun vorerst ebenfalls auf 100% gestellt werden. Mit dieser einfachen Kurve ist der Rahmen gesetzt. Die Punkte bieten einen stabilen Betrieb und haben bereits zu einer Lautstärkenreduzierung im Idle und bei leichter bis mittlerer Last geführt. Wenn ihr wie wir in diesem Beispiel einen Gaming-PC mit einer im Vergleich zur Pumpe lauten Grafikkarte wählt, seid ihr mit den Einstellungen bereits fertig. Silence-Enthusiasten gehen mit dem zweiten Marker, der die extreme Auslastung markiert, noch weiter ins Detail. Jeder Mensch nimmt Lautstärken unterschiedlicher Frequenzen unterschiedlich wahr. Wenn das Pumpengeräusch euer subjektives Hören stört oder die Systemlautstärke auch grundsätzlich bei diesem Punkt relevant ist, sollte die optimale Einstellung mit einem Hör- und Benchmark-Test im Abgleich mit den Lüfterkurven gefunden werden. Das kann besonders bei CPU-lastigen Workstations oder HT-PCs ohne Grafikkarte der Fall sein. Soviel zu den Einstellungen der Pumpe, weiter mit Teil 2 dieses Videos. Es kommt ja hauptsächlich auf die inneren Werte an, also Leistung und Lautstärke, klar, aber trotzdem soll das Aussehen nicht zu kurz kommen. Die ARGB-LEDs auf dem Pumpenblock bieten hierfür zahlreiche Möglichkeiten, ohne dass ihr euer System mit einer weiteren Software belassen müsst. Die Beleuchtung könnt ihr nämlich über den ARGB-Controller des Mainboards oder den im Lieferumfang enthaltenen Controller steuern. Zu dem komme ich gleich noch. Für die Steuerung über euer Mainboard solltet ihr darauf achten, dass ihr die neueste Windows-Version und wirklich alle aktuellen Treiber installiert habt. Je nach System könnt ihr nach dem Verbinden der Pumpeneinheit mit dem ARGB-Header über eure Farbkonfigurationssoftware alle Anpassungen tätigen. Die Amori Crate von Asus hier ist nur als Beispiel zu verstehen. Die Software anderer Hersteller ist meist ähnlich aufgebaut. Der ARGB-Controller ist hilfreich, wenn euer Mainboard keinen bzw. zu wenige entsprechende Anschlüsse bietet oder euch die dort gebotenen Effekte nicht gefallen. Der Controller wird mit dem ARGB-Anschluss mit der Silent Loop 2 verbunden und über das SATA-Kabel an das Netzteil angeschlossen. Jetzt lassen sich mit der Modus-Taste die unterschiedlichen Einstellungen auswählen, die dann über die Pfeiltasten geändert werden können.
Leuchtet die LED an der Fernbedienung orange, könnt ihr die ARGB-Farbe wechseln. Nehmen wir mal orange. Ein Klick auf M und die Farbe am Controller ändert sich auf gelb. Damit lässt sich der ARGB-Beleuchtungseffekt wechseln, etwa pulsieren oder kreisen. Wiederum ein Klick weiter bei grün auf der Fernbedienung kann die Geschwindigkeit geregelt werden. Bei blau die Helligkeit der LEDs. Mit Rot ist dann schlussendlich der Farbenfreude keine Grenze mehr gesetzt und ihr könnt Spezialeffekte wie beispielsweise den Regenbogen wählen. Wer es noch schlichter mag, dem bietet die Silent Loop 2 die Möglichkeit, das Licht des Be Quiet Logos auszuschalten. Hier vereinfacht mit dem On-Off-Tool, das im Handbuch eingeklebt ist, den Schalter in dem kleinen Loch an der Pumpeneinheit betätigen. Und so macht ihr aus einer Silent Loop 2 eure Silent Loop 2. Durch die Konfiguration von Pumpe und Lüftern erhaltet ihr ein leises System mit genau der Kühlleistung, die ihr braucht. Und durch die Farbeinstellung bringt ihr den PC ganz nach eurem Geschmack zum Leuchten. Viel Spaß mit eurer Silent Loop 2. Bis zum nächsten Mal.